So, hallo. Ich wollte euch ein paar von meinen Pflanzen vorstellen. Die meisten sind selbstgezogen. Hier ist die erste. Ich habe vor 2 Jahren angefangen. Begonnen hat es eigentlich mit dem Auszug bei meinen Eltern. Und ich wollte halt selber auch Pflanzen haben, aber nicht diese 0815 Pflanzen, die man überall zu kaufen bekommt. Und ich wollte auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Also ja, das ist eine meiner ersten. Ist jetzt 2 Jahre alt. Ist eine Pitaya oder auch Drachenfrucht. Die Drachenfrucht wird überwiegend in Vietnam und Hawaii angebaut. Da gibt es richtige Farmen dafür. Das ist ein kletternder Kaktus, das heißt, er muss geschützt werden. Und wenn er ab ca. 1 Meter fängt er an überzuhängen, also der wird ganz schön wuchtig. So an sich ist er sehr angenehm, also man kann auch die Stacheln berühren, die bleiben nicht unangenehm in den Fingern stecken. Und Nachteil wäre, dass von Hand ausgesäte Exemplare ungefähr 20 Jahre brauchen, bis sie zum ersten Mal blühen. Kleinen Moment, ich zeige euch jetzt mal was. So, hier sind nochmal von Namen. Ist auch anfängerfreundlich, also von der Pflege her ist echt einfach zu handeln. Macht keine Probleme und ist wirklich nett. Also hier sieht man, der bildet dann solche Luftwurzeln aus. Wer nicht so lange warten möchte, bis die Pitaya mal blüht, kann natürlich auch versuchen, Stecklinge zu bekommen. Einfach ein Stück abschneiden von einem schon blühenden Exemplar oder von einem älteren. Das habe ich hier gemacht. Gut wäre es, wenn im unteren Bereich solche Wurzeln vorhanden wären. Das ist schon mal die halbe Miete. Dann auf keinen Fall sofort in die Erde tun, sondern erstmal ungefähr 2 Wochen trocknen lassen. Sonst verfault er euch. Also garantiert. Und wenn er getrocknet ist, kann man ihn halt in Erde tun. Und wie man sieht, hier wächst ein neues Stück, also es ist angewurzelt. So, dann die nächsten. Die sind nicht von Hand ausgesät, weil ich schlichtweg nicht an Samen gekommen bin. Das ist eine schwarze Sapote. Auch Chocolate Pudding Fruit genannt im Englischen. Man liest auch im Internet, dass die Früchte sehr nach Schokolade schmecken. Was allerdings gar nicht so sein soll. Also ist eher so ein verwaschener Kakaogeschmack. Allerdings kann man die Früchte für Schokoladenmousse und sowas halt benutzen oder auch mit Eiscreme verfeinern. Das ist eine feine Sache. Die habe ich mir aus Hawaii schicken lassen. Kam ohne Probleme hier an, verzweigt sich schon schön. Und ja, die schwarze Sapote ist mit der Kaki verwandt. Das sieht man auch an den Früchten. Die sehen sich wirklich sehr ähnlich, abgesehen von der Farbe. Und ja, hier ist noch ein deutsches Exemplar. Sieht leider nicht so toll aus. Und zwar hatte die Schildläuse. Ich habe sie irgendwie nicht richtig wegbekommen und habe jetzt einfach alle Blätter entfernt, in der Hoffnung, dass sie jetzt verschwunden sind. Treibt doch wieder neu aus, also scheint sie das Gröbste überstanden zu haben. So, dann geht's weiter. Das ist meine Vanille. Vanille gehört zu den Orchideen. Spätestens, wenn man die Blüten sieht, erkennt man das. Das ist eine Pflanze aus den Tropen, eine Nutzpflanze, wie jeder weiß. Und die klettern an oder wachsen an Baumstämmen empor. Das heißt, dass sie keine direkte Sonne vertragen, also eher Schattigstellen. Bei mir steht sie hier auch zwischen den Fenstern, bekommt also nicht so viel Licht. Mögen es tropisch, also hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme. Da kann man nachhelfen, indem man sie täglich mit warmem Wasser besprüht, natürlich kalkfrei. Ich muss zugeben, dass ich das nicht mache, aus reiner Faulheit. Aber ja, man merkt halt, also sie wächst langsamer und diese Luftwurzeln vertrocknen dann auch, also die Spitzen zumindest. Das heißt, dass ich das bald wieder tun werde, also mit dem Besprühen. Werden über Stecklinge vermehrt. Dazu schneidet man auch einfach ein Stück ab und lässt es bewurzeln. Die gibt es aber mittlerweile auch in fast jedem Baumarkt zu finden. Also ich habe die schon sehr oft gesehen. So,
Dann geht es weiter mit Plumeria oder auch Tempelbaum. Das ist eine Pflanze aus dem asiatischen Raum. Da habe ich 2 Exemplare. Die ist von mir selber aus einem Samen gezogen. Die ist von eBay. Und zwar werfen die über den Winter die Blätter ab. Sehen derzeit sehr skurril aus. Der Winter wird auch nicht gegossen. Die sind eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Und man sollte nur darauf achten, also bei den Samen jetzt, es gibt von den Blüten her ganz tolle Farben, Farbvarianten. Also damit ihr wisst, worum es geht, das ist zwar nur eine Kerze, aber das ist im Prinzip die Blüte, so sehen die aus. Natürlich ohne den Docht. Und gibt es in ganz tollen Pinktönen, in Rot. Und das steht oft auch auf den Samenpäckchen drauf. Werden teuer verkauft. Und letztendlich kann man aber nicht garantieren, dass da wirklich die Farbe drin ist. Ich meine, irgendwelche Sorten sind schnell auf so ein Tütchen geschrieben. Und wenn man Samen aussät, hat man auch die Chance, dass man neue Farbvariationen erhält. Also kann wirklich jedem dazu raten, die selber auszusehen. Natürlich kann man auch beides machen, sich auch Stecklinge besorgen. Es geht auch wunderbar bei denen. Und es ist wirklich ein ganz tolles Bäumchen. So. Im Internet gibt es verschiedene Quellen. Manche sagen, die blühen ab 3 Jahren, manche sagen ab 5. In der Regel verzweigt sich dieser Leittrieb und kurze Zeit später blüht er dann auch. Also wenn er sich dann bei euch verzweigt, dann müsst ihr nicht mehr lange auf die Blüte warten. So, was haben wir noch? Genau, hier ist eine Kaki, selbst ausgesät. Manchmal hat man Glück und findet in den Früchten Kerne. Das ist der einzige, den wir bis jetzt gefunden haben. Ist auch super schnell gekeimt, also wirklich toll. Das ist ein Schlitzblütenhibiskus, also beide. Wachsen bei mir sehr langsam. Ich weiß nicht, ob ich schuld bin oder ob es generell so ist. Habe ich auch als Stecklinge bekommen. Die hatten letztes Jahr sehr mit Blattläusen zu tun. Ich habe dann auch alle Blätter entfernt und bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So, dann habe ich hier noch eine Gardenie. Ist auch ein Steckling. Da sieht man, dass da schon eine Blütenknospe ist. Die ist aber schon ewig dran und geht wahrscheinlich auch gar nicht richtig auf. Die mag es auch tropisch. Also schwülwarm eigentlich. Dann habe ich hier eine Surinamkirsche. Da hat leider der Kater dran genagt. Deswegen steht sie jetzt bei mir im Zimmer und nicht mehr im Wohnzimmer. Surinamkirsche ist auch unter dem Namen Pitanga bekannt. Da gibt es 2 Sorten. Das hier wäre die Sorte mit den roten Früchten. Und dann gibt es noch eine dunkle Sorte. Da sollen die Früchte süßer schmecken. Aber ich habe weder die eine noch die andere probiert. Das kann ich noch nicht dafür zu viel sagen. Die Frucht nach ungefähr 2 bis 3 Jahren bei guter Pflege. Und sie sehen wirklich ganz toll aus. Also die ist auch noch gar nicht so alt. Also die wachsen wirklich schnell. Ein paar Wochen ist sie alt. So, dann habe ich hier noch eine Shirimoya. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Das Blatt ist jetzt wahrscheinlich wegen dem Kalk ein bisschen misshandelt. Die Früchte trifft man ab und zu im Supermarkt an. Aber auch sehr selten. Sind sehr lecker, cremig. Und so an sich ist es echt eine tolle Sache. Also man kümmert sich 2-3 Jahre um eine Pflanze und dann kann die auch schon Früchte produzieren. Die meisten von diesen exotischen Früchten, zum Beispiel Pitanga oder schwarze Sapote, bekommt man nicht im Handel, weil die zu empfindlich sind. Also die verderben schnell und sind auch druckempfindlich. Deswegen werden die nicht importiert. So, dann ist hier ein Flammenbaum, die Lonix regia oder Flamboyant. Findet man in vielen warmen Ländern, ob Forteventura, Brasilien. Die blühen ganz toll rötlich-orange und sehen wirklich toll aus. Also der ist noch gar nicht so alt, der ist jetzt 1 Jahr alt. Wie man sieht, wachsen die sehr schnell. Und das einzige Problem, was die haben, die rieseln schnell. Also
bei zu wenig Wasser, bei zu viel Wasser werfen die Blättchen ab. Man sieht hier drin noch die Überreste noch. Das ist bloß ein Stein. Und ja, sind eigentlich gar nicht so einfach. Aber trotzdem ein ganz toller Baum. Also wer an Samen kommt, das ist schon echt toll. Das ist ein Jacaranda, der blüht blau. Wirft bei mir zurzeit auch vermehrt die Blätter ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber solange er immer noch austreibt, mache ich mir da keine großen Gedanken. So, das ist eine Bananenpassionsblume, Passiflora mollissima. Die Früchte sind essbar, die heißen Coruba. Und bei denen habe ich gehört, dass die einige Meter lang sein muss, bevor sie blüht. Da kann man nachhelfen, weil die verzweigt sich ziemlich schnell. Und wenn man die Seitentriebe abschneidet, fördert man halt den Leittrieb. Ich habe vor ein paar Tagen auch zurückgeschnitten. Die war wirklich extrem und ja, ist auch eine ganz tolle pflegeleichte Pflanze, also bestens zu empfehlen. Dann habe ich hier noch eine weiße Sapote. Die habe ich als Bäumchen schon gekauft. Wird auch Eiscreme-Frucht genannt. Irgendwie sieht sie gerade nicht so gut aus. Hatte dieses Jahr schon Blüten- und Fruchtansätze. Die sind leider alle abgefallen. Und da habe ich den Dreh noch nicht so richtig raus. Da ist auch nochmal ein Steckling. Der treibt dort aber wieder aus. Und von daher ist es schon nicht schlecht. Ach so, hätte ich was vergessen. Ein Eukalyptus auch aus Samen gezogen. Entschuldigung. Und das ist jetzt nur ein Teil meiner Pflanzen. Die anderen stehen schon draußen, auch über Nacht. Bei denen traue ich es noch nicht ganz zu. Weil die kommen auch noch raus. Ja, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder mehr wissen möchtet, dann könnt ihr mich anschreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Und ja, das wär's dann erstmal.